willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Wirtschaft. In dieser Folge schauen wir uns wieder ein Beispiel an zur Budgetierung und zwar konkret zur integrierten Planung am Beispiel des Modegeschäfts. Bevor wir mit der Übersicht anfangen, kurz noch ein Quellenhinweis oder Literaturhinweis. Das Beispiel ist angelehnt an ein Beispiel aus dem Buch Einmaleins des Controllings für Klein- und Mittelbetriebe von Beranek, Eisel und Heidinger. Also von dort kommt das Beispiel ursprünglich, es ist leicht modifiziert, aber das ist die Quelle dazu. Der Überblick, wie sieht die integrierte Planung hier aus? Das heißt, wir beginnen mit dem Leistungsbudget, klassisch in der Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung. Es gibt allerdings hier in diesem Beispiel, es ist ja auch ein bisschen umfangreicher, Nebenrechnungen zum einen zum Wareneinsatz, zur Zahllast, Umsatzsteuer, Vorsteuer, das wird ein bisschen aufwendiger. Dann gibt es zwei Darlehen und zum Schluss natürlich auch noch das Thema mit den Personalkosten, und zwar im Sinne des Leistungsbudgets, einmal als Rechnung und zum zweiten Mal aber auch die Personalkosten im Sinne der Liquiditätsplanung, also des direkten Finanzplans. Damit sind wir auch schon beim direkten Finanzplan und dann auch in weiterer Folge dem indirekten Finanzplan, nämlich dem Cashflow oder der Kapitalflussrechnung und dann eben die Planbilanz mit aktiver, passiver und so weiter. Schauen wir uns einmal die Angabe dazu an. Das heißt, wir haben ein Modegeschäft und das plant für das kommende Geschäft einen Umsatz von 2 Millionen Euro. Exklusive Umsatzsteuer, also schon mal der erste Hinweis, Achtung, Umsatzsteuer. Es gibt eine Umsatzverteilung nach Monaten, also 12 Spalten für den direkten Finanzplan, das kann man hier auch schon gut erkennen. Kunden zahlen 50% bar, okay, soweit so einfach, aber 50% mit Kreditkarte, die dann im Folgemonat kommen. Also das heißt, wir haben hier einen Versatz der Zahlungseingänge. Dann haben wir die Bareinnahme am Tagesende auf das Bankkonto, Kontokorrentkonto eingezahlt. Das heißt, das ist unser Puffer, dort bewegen sich die liquiden Mittel. Gut, kein Wechselgeld, soweit so einfach. Dann haben wir den Wareneinsatz. Der beträgt 60% des Umsatzes, okay, das ist gut. Dann haben wir aber auch den Wareneinkauf, nicht zu verwechseln. Und dazu gibt es auch eine Tabelle, das heißt im Monat 1, 4, 7 und 10. Achtung, beim Wareneinkauf haben wir auch noch ein Zahlungsziel von 30 Tagen, das heißt beim direkten Finanzplan ist darauf zu achten. Und an der Stelle auch noch, es gibt dann auch noch das Thema mit der US, das dann noch einmal einen Monat später, also zwei Monate später, schlagend wird. Zu den Personalkosten, wir haben 8 Verkäufer, die jeweils ein Bruttogehalt von 2.000 Euro haben. Dann kommen noch sicher 13. 14. dazu. Im Juli kommt ein 9. Mitarbeiter, ein zusätzlicher dazu, der dann ein Gehalt von 1.800 Euro erhält. Sonderzahlungen im Monat Juni und Dezember. Okay. Gesetzliche Dienstgeber, Sozialaufwand beträgt 32%. Das heißt, in der Personalkosten-Nebenrechnung werden wir das alles brauchen. Dann gibt es weitere Angaben. Im März und August gibt es eine Werbekampagne mit 20.000 Euro exklusive UST, Zahlungsziel von 30 Tagen. Sonstiger Aufwand 180.000 ex UST, verteilt sich konstant, das wird ein bisschen einfacher. Im März soll die Geschäftseinrichtung teilweise erneuert werden, Investitionsvolumen 100.000 ohne UST, sofort zahlungswirksam. Dann haben wir ein Darlehen über 100.000. Zur Finanzierung werden wir das aufnehmen, Laufzeit 15 Jahre, 5% per anno, Zinsen vom Stand am Monatsanfang, monatliche Tilgung und so weiter, beginnt im April, schauen wir uns dann in einer Nebenrechnung noch an. Für das kommende Jahr sind Abschreibungen in der Höhe von 900.000 inklusive der neuen Geschäftseinstattung geplant. Dann gibt es ein bestehendes Darlehen mit 4,5% etc. und eben den Kontokorrentkredit mit 0,5%. Hier gleich der Hinweis, der Kontokorrent ist ja unser atmender Puffer für die Liquidität. Den muss man dann eben monatlich jeweils berechnen und dann auch monatlich die Zinsen neu dazu rechnen. Es gibt noch Privatentnahmen am Beginn jedes Quartals von 30.000. Das wird dann auch für die Cashflow-Rechnung noch einmal relevant werden, wenn wir zum Finanzierungsbereich kommen. Kleiner Hinweis an der Stelle schon. Und die Körperschaftssteuer lassen wir aus Einfachheitsgründen einmal weg. Gut. Das Leistungsbudget ist gleich der Plan G&V. So, dritter Teil der Angabe. Also es gibt eine Schlussbilanz für das laufende Jahr. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis dann auch für unsere Planbilanz. Gut, aktiver 780.000, wenig überraschend auch passiver 780.000. Es gibt dann noch einen Hinweis zur Zahllast, also zur Umsatzsteuer, dass in der Schlussbilanz sind 25.000 und 35.000 Euro, also in Summe, man sieht es eh in der Bilanz, von 60.000 US-Zahllast auf der Passivseite.
Das wird eben wichtig für den Jänner und den Februar. Dann haben wir Kundenforderungen aus der Schlussbilanz. Diese sind im Planjahr dann im Jänner zu berücksichtigen. Achtung, die Position Forderungen ist eine Bruttoposition. Okay, also da kommt dann keine UST noch einmal dazu. Dann haben wir den Vorratsbestand, der soll um 100.000 reduziert werden. Das heißt, da wissen wir schon, okay, das wird anders aussehen in der Planbilanz. Das heißt, zwischen Wareneinkauf und Wareneinsatz muss es eine Differenz geben. Das sieht man also auch aus der Angabe. Und wir werden es dann auch noch einmal im Cashflow auch noch einmal brauchen, diese Information. So, die Aufgabenstellung, wenig überraschend, ist eben Erfolgs- und Finanzplanung, also Leistungsbudget etc. für die kommenden 12 Monate, Kontokorrentkredit dient als Puffer und dann eben auch noch die Planbilanz. Gut, starten wir mit dem Leistungsbudget. An der Stelle würde ich empfehlen, im Excel das untereinander aufzubauen, das heißt Leistungsbudget, direkter Finanzplan, Cashflow und dann die Planbilanz. Natürlich die Ausgangsbilanz sollte man ganz oben haben, die werden wir dann noch brauchen. Leistungsbudget selber ist relativ einfach an der Stelle. Das sind Nettowerte, das heißt, wir können da eigentlich jede Spalte gut durchbedienen. Achtung bei den Zinskosten für den Kontokorrentkredit, für die Information brauchen wir dann noch die direkte Finanzplanung. Also, los geht's, wir haben 2 Millionen Umsatz zu verteilen, gemäß Angabe mit der Saisonalität. Dann haben wir den Wareneinsatz, der ist 60%. Jetzt sind wir bei den Kosten, daher Minus nicht vergessen. Die Personalkosten, die schauen wir uns dann eh noch in der Nebenrechnung an. Hier 13. und 14. anteilig mitverteilt und dann ab Juli der 9. Mitarbeiter. Werbekampagne mit 2x20.000 netto, dann haben wir die sonstigen 180 gut verteilt. Die Abschreibung mit den 90.000 gemäß Angabe auch gut verteilt. Wie gesagt, zum Glück, die inkludieren schon die anteilige AFA für die Neuinvestition. Dann haben wir die Zinskosten fürs Darlehen alt und neu. Da werden wir auch noch eine Nebenrechnung brauchen. Dann eben die Zinskosten aus dem Konto Kurrent mit 0,5 pro Monat. Wichtig. Dann haben wir die Summe der Kosten und aus dem ergeben sich sozusagen die jeweiligen monatlichen Betriebsergebnisse vor Steuern. In Summe kommen wir so auf 148.934 Euro Betriebsergebnis vor Steuern. Das werden wir dann wieder brauchen für die Bilanz und den Cashflow. Kommen wir zur Nebenrechnung für die Personalkosten. Zuerst für das Leistungsbudget. Wir werden uns aber auch gleich das Thema direkter Finanzplan hier mit anschauen. Also Leistungsbudget. Wir haben 2.000 brutto. Dann kommt 13. und 14. anteilig dazu, weil wir im Leistungsbudget das ja schon gedanklich jedes Monat berücksichtigen. Anders als im Finanzplan, wo nur die Zahlungswirksamkeit spannend ist. Das heißt, im Leistungsbudget haben wir dann die Basis für die Dienstgeberabgaben mit 2.333 Euro. Dann kommen 32% Dienstgeberabgaben dazu, das heißt Gesamtkosten pro Mitarbeiter 3.080, 8 Mitarbeiter. Voilà, und wir haben die 24.640, die wir dann auch im Leistungsbudget haben. Das Ganze nochmal durchgerechnet für den 9. Mitarbeiter, der dann im Juli kommt. Das heißt Personalkosten gesamt 312.312, schöne Zahl. Und wenig überraschend, dieselbe Zahl gibt es im Finanzplan. Allerdings, hier gibt es den Unterschied, dass ich hier keinen anteiligen 13. und 14. monatlich dazugebe, sondern exakt in den Monaten, wo sie auch zahlungswirksam werden, nämlich im Juni und im Dezember gemäß Angabe. Das heißt, in den 2 Monaten habe ich einfach das Doppelte. In Summe, wie gesagt, muss dasselbe rauskommen. Kommen wir zum direkten Finanzplan. Der ist hier natürlich relativ aufwendig. Wir starten gemäß Angabe mit dem Kontokorrentstand von 285.000 Euro. Achtung, nachdem das auf der passiver oder Verbindlichkeitenseite steht, ist das ein Minus. Das heißt, wir schulden der Bank die 285.000. Das heißt, wir haben einen negativen Bestand von oder Start von 285.000. Wir schauen uns jetzt einmal die Einnahmen oder Zahlungseingangsseite an. Das heißt, wir haben das aus dem Umsatz und dazu passend natürlich auch die Umsatzsteuer mit 20% drauf. Und dann haben wir sozusagen im Jänner die Information aus der Bilanz mit den 80.000 brutto. Vorsicht, diese Position ist ja brutto in der Bilanz. Das heißt, da kommt keine zusätzliche UST vor Monat dazu. Das heißt, wir haben Zahlungseingänge brutto von 176.000 im Jänner. Im Februar haben wir die 50 aus dem laufenden Monat plus die UST plus die 80.000 aus dem Jänner, aus dem Vormonat als Zahlungseingang
und die dazu passende US. Das heißt, wir haben 156.000 Zahlungseingang im Februar und so zieht sich das gemütlich bis zum Jahresende durch. Kommen wir zum Thema Wareneinsatz und Wareneinkauf. Hier interessieren uns vor allem jetzt die Zahlungsströme. Das heißt, wir schauen uns den Wareneinkauf an. Der ist gemäß Angabe 1,1 Millionen und verteilt sich wie folgt. Im Jänner haben wir 300, im April 300, Juli 250 und auch im Oktober 250.000. Gesamt also 1,1 Millionen. Das ist unser Wareneinkauf. Wir sehen an der Stelle, unser Wareneinsatz war ja 1,2 Millionen, nämlich die 60% von den 2 Millionen Umsatz netto. Das heißt, hier ergeben sich die 100.000 Lagerveränderung. In dem Fall Lagerabbau, weil wir ja weniger einkaufen, als wir Wareneinsatz auf der Verkaufsseite haben. So. Wir haben die Monate, nämlich Jänner, April, Juli und Oktober. So, wir zahlen zahlungswirksam für den Nettobetrag, wird dann, weil wir haben ja 30 Tage Zahlungsziel, jeweils der Februar, der Mai, August und November. Das werden wir dann übernehmen in den direkten Finanzplan. Achtung, an der Stelle würde ich auch empfehlen, gleich auch das zahlungswirksame der Umsatzsteuer, beziehungsweise in dem Fall der Vorsteuer zu berücksichtigen, weil wir uns die als Vorsteuer jeweils im März, Juni, September und Dezember dann zurückholen können. Ja, das ist die Nebenrechnung zum Wareneinkauf. Die können wir dann übernehmen, das heißt, wir sehen im Februar die 300.000 als Zahlungsausgang netto plus dann natürlich auch die Ust, weil wir unser Lieferant entsprechend auch die Ust haben will, die muss er dann selber wieder abführen. So, das machen wir viermal, gesamt 1,1 Millionen netto plus die dazu passende Ust. Jetzt kommen wir zu den Personalkosten, allerdings hier eben im direkten Finanzplan. Das heißt, wir nehmen die blauen Zahlen aus der Nebenrechnung. Wir sehen hier sehr gut, dass wir hier den monatlichen Betrag haben für Jänner bis Mai und dann im Juni den doppelten. Das Ganze wiederholt sich im Dezember plus, in dem Fall in den eigenen Zeilen. Ich würde das empfehlen, wenn man das aufbaut, das immer separat zu machen, lieber ein paar Zeilen und vielleicht auch Spalten mehr. Und man hat dann den Überblick und sieht auch vielleicht jedenfalls, wo man einen Fehler eingebaut hat. Jedenfalls kommt dann der neunte Mitarbeiter im Juli netterweise und damit anteilig auch im Dezember dann noch einmal der neunte mit dem 14. Gehalt dazu. So, hier noch einmal kurz eingeblendet. Wir sehen hier in blau die Personalkostenberechnung für den direkten Finanzplan in Summe die 312.312. Weiter geht's im direkten Finanzplan. Das heißt, wir haben die Personalkosten hinter uns gelassen und widmen uns jetzt den sonstigen Kosten. Also da wären die Werbekampagne 8 und brutto, Zahlungsausgang mit 24 und 24. Dann haben wir die sonstigen Aufwendungen, die verteilen sich netterweise gleich. Dann haben wir die Investition brutto mit 120 im März. Ja, das ist es eigentlich von den sonstigen Kosten brutto. Gut, kommen wir zur Berechnung der Zahlers. Also was schulden wir dem Finanzamt aus der Umsatzsteuer bzw. was können wir uns als Vorsteuer zurückholen? Die Rechnung ist ein bisschen aufwendiger, aber gehen wir es an. Das heißt, in der ersten Zeile dieser Nebenrechnung habe ich hier die Umsatzsteuer aus dem Umsatz laufender Monat, also die Entstehung gemacht und dann, man sieht das farblich, glaube ich, ganz gut mit dem Farbcode, zwei Monate, zwei Spalten später, dann entsprechend die tatsächliche Zahlung. Das heißt, der Jänner bringt uns 32.000 Euro Ust, die wir dann im März entsprechend überweisen, Februar zu April und so weiter. Das sind die ersten beiden Zeilen mit dem Farbcode, dass man sieht, okay, wann entsteht es und wann habe ich tatsächlich die Zahlung. Achtung, jetzt kommt die Information aus der Bilanz oder aus der Angabe für die Monate Jänner und Februar, die 25.000 und 35.000, das sind die 60.000, die wir auch als Zahllast in der Bilanz gesehen haben. Das ergibt, wenn man sozusagen alle drei Zeilen zusammenführt oder die zwei, die die Zahlungswirksamen zeigen, kommen wir hier Summe abzuführender Umsatzsteuer. Auf der Vorsteuerseite haben wir natürlich den Wareneinkauf. Ich habe es vorher schon in der Nebenrechnung erzählt. Das heißt, wir haben dann im März, im Juni und so weiter die Vorsteuer, die wir uns ja zurückholen können. Dann haben wir die Vorsteuer aus der Werbekampagne, aus den sonstigen und aus der Investition. Das heißt, alles zusammengeführt ergibt uns dann die monatliche Zahllast. Im Normalfall wird das negativ sein. Wir schulden dem Finanzamt Geld. Wichtig an der Stelle ist, dass wir auch für die Bilanz
dann auch noch die Zahllast brauchen für die nächste Periode. Das heißt, aus den Umsätzen bzw. aus dem Vorsteuerthema November und Dezember ergibt sich dann zum einen die Bilanzposition, Umsatzsteuerzahllast, die brauchen wir dann auch noch für die Cashflow-Rechnung und ist sozusagen gedanklich aufzuheben für diesen Teil her. Gut, ansonsten sind wir hier, glaube ich, durch. Gut, wir übertragen diese Information aus der Nebenrechnung Zahllast wieder in unseren direkten Finanzplan und können uns dann der Thematik Darlehen alt und neu widmen, auch hier wieder mit einer Nebenrechnung. Gut, los geht's mit dem Darlehen alt. Das heißt, wir wissen aus der Bilanz, dass wir 185.000 offen haben. Wir haben die Information, dass wir monatlich 5.000 tilgen. Wir haben 4,5% per anno, Vorsicht, das müssen wir dann zwölfteln, entsprechend als Zinsen zu zahlen. Und die Bezugsgröße für die Zinsen ist immer der Saldo am Monatsanfang. Das heißt, dementsprechend, wenn der Saldo sinkt, sinken natürlich auch unsere Zinszahlungen. Wir starten mit dem Jänner. 185.000 Beginn, 5.000 Tilgung, 180 Monatsendstand. Der ist wenig überraschend dann auch der Monatsanfang für den Februar. Die 4,5% entsprechend gerechnet. Das heißt, wir wissen dann am Ende der Nebenrechnung, was ist unser neuer Saldo für die Bilanz, nämlich die 125.000. Wir haben 60.000 Veränderung, die wir auch noch einmal für den Cashflow brauchen. Und wir haben 7.088 Euro gerundet als Zinsbelastung. Die werden wir brauchen, zum einen im Leistungsbudget natürlich, aber auch für den direkten Finanzplan. So, das war die Nebenrechnung für das Darlehen alt. So, führen wir das wieder zusammen in die Übersicht. Das heißt, wir sehen hier Darlehen alt die Tilgung mit 5.000 pro Monat und den 60.000 gesamt. Und wir sehen auch die Zinsbelastung, die wir uns entsprechend ausgerechnet haben. Die fließt natürlich auch monatlich ab. Kommen wir zur Nebenrechnung für das Darlehen neu. Wir wissen, wir haben auf der einen Seite die 100.000 für die Investition, die uns zufließt, und dann haben wir aber auch gleichzeitig auch schon die Tilgung, die mit April startet, aber die Zinszahlungen starten schon im März, und das schauen wir uns jetzt an. Und da ist ja auch schon die Nebenrechnung. Also, wir starten mit dem 100.000 Saldo. Im März sind wir noch tilgungsfrei, aber die Zinsen laufen schon weg. Und dann geht es los mit 100.000 und der Tilgung, in dem Fall von gerundeten 556 Euro. Dementsprechend sinkt dann der Saldo. Es kommen die Zinsen vom Monatsanfang, April dazu und so weiter. So geht das weiter. Das heißt, gesamt haben wir am Jahresende, das ist wieder wichtig für die Bilanz und den Cashflow, haben wir einen neuen Darlehenssaldo von 95.000, das heißt, wir haben 5.000 getilgt und wir haben Zinszahlungen bzw. Zinskosten von 4.083 Euro. Und das übernehmen wir wieder in den direkten Finanzplan. Und da ist auch schon wieder der direkte Finanzplan, das heißt, wir sehen hier sehr gut, dass wir hier den Zahlungseingang von den 100.000 haben für das Darlehen neu, die Tilgung und die Zinsen. Und jetzt kommen wir sozusagen zur Königsdisziplin des direkten Finanzplans, nämlich der Berechnung des Kontokorrentkredits. Achtung, der ist hier insofern ein bisschen anders zu rechnen. Zum einen ist die Angabe der Zinsen schon monatlich und wir müssen das sozusagen spaltenweise rechnen, weil das ja immer wieder Einfluss hat auf den jeweiligen Saldo am Monatsbeginn und am Monatsende für den Kontokorrentkredit. Bevor wir allerdings mit dem Kontokorrentkredit wirklich starten können, müssen wir auch noch die 30.000 viermal im Jahr für die Privatentnahmen berücksichtigen. Das heißt, hier fließt natürlich auch wieder Geld ab. Und wie wir schon anfangs gesagt haben, unser Puffer ist der Kontokorrentkredit. Das heißt, wenn wir im direkten Finanzplan all diese Informationen eingebaut haben, Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, kommen wir zu einem neuen Saldo von 210.239 Euro für den Jänner. Das heißt, wir können jetzt zum einen ausrechnen die Zinsen für den Jänner für den Kontokorrentkredit, aber auch den Monatsendbestand und damit den Monatsanfang Februar. Das heißt, wir haben im Jänner den Anfangsbestand 285.000, den Endbestand 210.000. Dazwischen haben wir noch die Kontokorrentkreditzinsen auf die 285.000. Mit den 210 starten wir im Februar, rechnen das wieder durch, kommen auf einen Endbestand von minus 495.000, der ist dann auch wieder unser Anfangsbestand im März. Und so geht das munter dahin. Jedenfalls haben wir am
Ende der Planungsperiode, nämlich Ende Dezember, zum einen, und die Zahlen sind wichtig, eine Summe von Zahlungseingängen und Ausgängen von 123.934 plus. Das heißt, wir haben hier mehr Zahlungseingänge als Ausgänge. Das ist ja auch die Idee. Und wir haben einen neuen Zahlungsmittelendbestand von 161.066. Also die zwei Zahlen sind wichtig, die werden wir auch noch einmal brauchen. Wenig überraschend sind die 161.000 das Resultat, wenn ich meinen Anfangsbestand Kontokorrentkredit von 285.000 abzüglich der Zahlungseingangsüberschüsse, also die 123, wenn ich das abziehe, dann komme ich wenig überraschend auf die 161.000. Ja, das muss zusammenpassen. Aber wenn wir die zwei Informationen haben, dann sind wir auch schon fertig mit dem direkten Finanzplan, aus meiner Sicht eigentlich der anspruchsvollste Teil. Hier noch einmal sauber aufgelistet, das heißt, wir starten mit 285.000 Zahlungsmittel Konto Korrent. Dann haben wir Summe Eingänge und Ausgänge von den 123.000 und wie ich schon vorher gesagt habe, am Ende der Planungsperiode, also Ende Dezember, haben wir dann die Differenz, nämlich die 161.000 als neuen Konto Korrent Kreditstand. Gut, kommen wir zum dritten Teil der integrierten Planung, nämlich dem indirekten Finanzplan oder der Cashflow-Rechnung. Wie teilt sich diese Cashflow-Rechnung auf? Nun, man beginnt mit dem, wenn man so will, operativen Bereich, also Betriebsergebnis und der AFA, dann kommt der Working Capital-Teil, dann der Investitionsbereich, dann der Finanzierungsbereich und zum Schluss muss ich dieselbe Veränderung haben, wie ich sie auch schon im direkten Finanzplan habe. So, gehen wir es der Reihe nach durch. Wir starten mit dem Betriebsergebnis, das wir aus dem Leistungsbudget schon kennen, nämlich den 148.000 und geben die Abschreibung, also die AFA dazu. Warum ist das so? Wir wissen, die AFA ist ja ein unbarer Aufwand. Das heißt, in der Cashflow-Rechnung setzen wir ja die Cashbrille auf und wollen wissen, was hat sich zahlungs- oder cashmäßig getan. Das heißt, wir geben hier die 90.000 AFA aus der Angabe dazu und kommen so zu unserem Cashflow aus dem Unternehmensergebnis. Oder man sagt auch den Praktiker-Cashflow dazu. Im Bereich Working Capital, da haben wir eigentlich typischerweise drei Positionen, die spannend sind, vielleicht vier. Wir haben hier den Lagerbestand, der sich ja um die 100.000 reduziert hat. Das ist gut, das heißt, hier generieren wir neues Cash, deswegen plus 100.000. Auf der anderen Seite haben sich unsere Forderungen an Kunden von 80 auf 96.000 erhöht. Dementsprechend verlieren wir hier Cash, also minus 16.000. Lieferantenverbindlichkeiten tut sich nichts. Und bei der Zahllast, die Zahllast zum Finanzamt ist von 60.000 auf 46.000 gesunken. Das heißt, die borgen uns weniger Geld. Sprich, wir haben da einen Mittelabfluss von 14.000. Das heißt, das ist Cash reduzierend. Alles zusammen ergibt uns einen positiven Cashflow von 70.000 aus dem Bereich Working Capital. Im Investitionsbereich haben wir die 100.000, die wir in Investitionen stecken, die fließen ab, das heißt Investitionsbereich minus 100.000. Und dann aus dem Finanzierungsbereich haben wir auf der einen Seite die Tilgung des Darlehens alt mit 60.000, allerdings bekommen wir auch 100.000 neues Darlehen, das heißt in dem Fall dann plus 100.000 für das neue Darlehen und wir tilgen beim neuen von 5.000 und die Privatentnahmen von 120.000 sind ebenfalls negativ. Hier fließt ja ebenfalls Cash ab. Das heißt, aus dem Finanzierungsbereich haben wir ein Minus von 85.000. Alles zusammen ergibt, wenig überraschend, den Cashflow gesamt, also Veränderung der liquiden Mittel von 123.934. Und das muss derselbe Wert sein wie aus dem direkten Finanzplan. Kommen wir zur Planbilanz, leiten wir das sozusagen von der Schlussbilanz des laufenden Jahres gemäß Angabe ab. Starten wir mit dem Anlagevermögen, wir haben 400.000 als Startwert, es kommen 90.000 für die AFA, also für die Abschreibung weg, gleichzeitig können wir 100.000 für die neue Investition dazugeben, das heißt neues Anlagevermögen 410.000. Im Lagerbereich haben wir mit 300.000 gestartet, wir wissen, wir haben eine Lagerreduktion von 100.000 Euro, das heißt neuer Warenbestand, Lagerbestand von 200.000. Auf der Kundenforderungsseite wissen wir, dass wir von den 80.000, wo wir gestartet sind, auf jetzt 96.000 hochgegangen sind, das heißt neue Bilanzsumme auf der, in dem Fall Aktivseite, 706.000.
Auf der Passivseite tut sich ein bisschen mehr. Das heißt, wir starten mit dem Eigenkapital. 250.000 wissen wir aus der Angabe. Wir haben ein Betriebsergebnis vor Steuern von 148.000 und die erhöhen natürlich unser Eigenkapital. Gleichzeitig haben wir Privatentnahme von 120.000. Die reduzieren wieder das Eigenkapital. Das heißt, neues Eigenkapital gesamt 278.000. Auf der Fremdkapitalseite, wir haben das Darlehen alt oder Gesamtdarlehen 185.000, wir tilgen 60, wir nehmen neue 100.000 auf, wir tilgen beim neuen Darlehen 5.000, das heißt neuer Darlehenstand gesamt 220.000. Auf der Kontokorrentseite, wir erinnern uns, das war ja unser Puffer, wir haben hier 285.000 als Anfangssaldo, wir haben eine Veränderung, Kontokorrentkredit von 123.934, das heißt neuer Kontokorrentstand, wir wissen das ja schon, sind die 161.066. Und bei der Zahllast ist es so, wir haben mit 60.000 gestartet, die neue Zahllast ist 46, also die minus 14, die wir auch schon kennen. Und zum Glück, oder so muss es auch sein, haben wir auf der Passivseite ebenfalls die 706.000 Euro als Bilanzsumme. Damit haben wir Saldengleichheit und an der Stelle wissen wir eigentlich, dass wir das Beispiel richtig gerechnet haben. So, das war's wieder mit Abenteuerwirtschaft. Diesmal haben wir uns ein relativ langes Beispiel zur integrierten Planung angeschaut. Das heißt also mit dem Leistungsbudget, dem direkten Finanzplan, dem indirekten Finanzplan, also der Cashflow-Rechnung und als wie immer krönenden Abschluss die Planbilanz. Hoffe, es war interessant und in diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.